Also es ist so, dass das Klimapaket der Bundesregierung überhaupt nicht ausreichend auf die Herausforderungen im Gebäudesektor reagiert. Wir haben da sehr viel zu tun, um den Gebäudesektor klimaneutral zu machen. Da muss ganz viel passieren beim Umstieg auf erneuerbare Wärme und es muss ganz viel passieren bei der Frage Energieeffizienz. Wir können die Hälfte des Energieverbrauchs im Gebäudesektor reduzieren und dafür brauchen wir aber attraktive Angebote, einen Instrumentenmix, der sowohl Förderprogramme verbessert, die sich aber ausschließlich auch auf erneuerbare Energien fokussieren, denn es kann nicht angehen, dass die Bundesregierung plant, weiterhin fossile Energieträger im Heizungssegment zu fördern. Das kann nicht sein.